Hey Internet, alles klar, weiter geht's! Mit einem neuen Part von Tomb Raider von 2013. Und das ist jetzt der dritte Part, es ist überhaupt nicht viel passiert bisher. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben im letzten Part. Ich hoffe, ihr macht es euch gemütlich, ihr dämmt das Licht ein bisschen, begebt euch in die Horizontale oder zumindest in eine bequeme Couch oder ein Sofa. Am besten packt ihr die Ohrhörer raus, die Kopfhörer raus. Und genießt den guten Sound beim Spiel. Und wir machen da weiter. Wir haben, wir sind Schiffbrüche gewesen, wurden von jemandem niedergeschlagen und haben uns befreien können aus einer ganz misslichen Lage. Ein Typ wollte uns auch noch wieder zurückgreifen, vermutlich der Bösewicht, aber der ist leider drauf gegangen, oder zu unserem Glück natürlich. Und wir sind erstmal rumgeirrt und haben versucht, wieder unsere Bekannten, die mit auf dem Schiff waren, wiederzufinden. Hat überhaupt nichts gebracht bisher und wir sind momentan auf uns allein gestellt. Wir haben das erste Lager erreicht. Wir konnten uns ein bisschen wärmen. Haben ein Feuer angezündet. Und ich habe mir dann was zu essen besorgt. Einen Hirsch getötet. Das arme Tier. Okay, und als Belohnung durfte ich dann im Lager, nachdem ich was geputzt, verputzt habe und gespeist habe, mir einen Fähigkeitspunkt aussuchen. Die Story von dem ganzen Spiel ist ja eigentlich, oder der Hintergrund dieses Parts von Tomb Raider war ja eigentlich, die wollten was Neues bringen und man erlebt hier die Heldin, die Lara Croft, als junge Frau nach, bevor sie überhaupt zu dieser Akimbo-waffenschwingenden Killerin und Indiana Jones-Frau wurde. Und die entwickelt gerade ihre Fähigkeiten. Und das darf ich hier machen. Ich habe hier eins ausgesucht gehabt im letzten Part. Das war das hier, der kleine Häkchen, das kleine Häkchen zeigt es. Ich habe Überlebenskunst gewählt. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Und das bedeutet, die Belohnung, damit ist gemeint, dass ich zusätzliche EP, also Erfahrungspunkte, was auch immer die bisher bringen, erhalten werde. Es gibt zwei, nennen wir mal, Fähigkeiten, die man irgendwie skillen kann. Und zwar Überleben. Und hier oben sieht man das, hier diese, das ist ausgewählt. Und das hier wäre dann das andere, das ist Jäger. Hier steht immer, wohin man kommen würde, wenn man eins weiter nach rechts geht oder eins weiter nach links geht. Das ist also Überleben. Hier haben wir es aufgebaut. Und es gibt hier was Interessantes, Fähigkeitsstufe für Anfänger. Das bedeutet, Lara ist noch total ein unbeschriebenes Blatt. Und entwickelt gerade hier erst ihre Skills, die sie nachher zur super harten Frau machen werden. Momentan ist mir viel sympathischer, um ehrlich zu sein. Okay, und was ich noch gelernt habe, ich verstehe inzwischen hier alles, was hier steht, so ein bisschen besser. Meistern Sie 6 weitere Fähigkeiten, um Rang 2 freizuschalten. Der heißt dann abgehärtet. Wir sind momentan auf der Fähigkeitsstufe Anfänger. Das heißt, wenn wir 6 Dinge ausgewählt haben, dann werden wir abgehärtet sein und können dann die Sachen, die bis hier noch mit dem Schloss versehen sind und nicht von uns auswählbar sind, dafür braucht man dann den Rang 2 abgehärtet, dann können wir die auswählen. Ich habe jetzt das hier gewählt, war mehr oder weniger spontane Wahl. Und die 6 bezieht sich auf... 5. Hier gibt es nur 5, die man machen könnte. Gut, den könnte man auch noch machen als 6. Der wäre nämlich freigeschaltet, sobald man das vorherige, hier steht es auch, benötigt Pfeile wiederfinden, gemacht hätte. Die hier wären Rang 2 abgehärtet. Und wenn man jetzt mal auf Jäger geht, der zweite Skill-Tree, würde ich mal sagen, dann sieht man, hier gibt es eh nur 2 am Anfang, die man machen könnte. Vielleicht 3. Ne, der braucht auch schon Rang 2 abgehärtet. Das heißt, die zählen zusammen. Man brauchte, egal von welchem der beiden, ob nun Jäger hier oder die andere Überleben, 6 Stück muss man erstmal freischalten, um den nächsten Rang abgehärtet zu bekommen. Und bei Jäger gibt es ziemlich viele, die erst mit dem zweiten Rang überhaupt erst freigeschaltet werden können. Abgesehen von den ersten beiden. Und das macht gerade ein bisschen kirre, dieses ganze Hin und Her. Das heißt, man muss hier eh erstmal ziemlich viel skillen auf Überleben vermutlich. Lara wird also erstmal Überleben lernen müssen. Und dann kann sie schon zur krass Negerin werden. Und wir haben es gemacht. Wir haben also jetzt, was haben wir hier gewählt? Wenn ich Tierkadaver plündere oder Lebensmitteltruhen finden sollte, warum auch immer Lebensmitteltruhen da herumlegen sollten in der Wildnis. Ich bin gespannt auf meine erste Lebensmitteltruhe. Egal, wir stürzen uns wieder rein. Ich habe schon genug gelabert und weiter geht's. Wir sind also hier im Lager, Basislager. Und wir sind hier im Fähigkeitsmenü. Wir haben 0 Punkte, alles klar. Hier verschwinden ein paar von diesen Dingern gerade. Und hier sieht man Überleben-Upgrades, 1 von 9 gemeistert, das ist dann irgendwie gezählt, das sind dann die Jäger, 0 von 8 Stück gibt es da. Und man sieht hier schon Bogen, Pistolen, Gewehrschrotflinten, Gewichtheber, erfahrener Mörder, Munitionskapazität, sicherer Schuss, das wird sich alles auf die Waffen auswirken mit Jäger.
Und das hier wird sich auf das Finden von Ressourcen auswirken. Okay. Dann drück mir mal Escape, dann geht's bestimmt weiter. Yo, wir sind wieder im Lager. Das Lager ist der geschützte Grat. Es gibt hier Positionskoordinaten, wenn ich die nur lesen könnte. In 53 Grad Nord soll das vermutlich heißen. Ich glaube, das ist die ganze Insel. Die Zahl kann ich nicht mit anfangen. was wäre das hier? Kann ich auch noch gar nicht weitermachen. Okay, das haben wir jetzt zur Genüge. Escape. Das hier ist auch noch nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Dann schließen wir mal wieder das Ganze. This is Conrad Roth, Captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Alles klar. Du bekommst schon wieder Erfahrungspunkte. Ja, nicht stehen bleiben. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Wir können immer wieder zurück zum Lager und wir sollen jetzt einen Weg aus dem Wald finden. Das war der Küstenwald, die Position, glaube ich. Music. Höre ich Musik? Das muss wohl eher eine Halluzination sein. Ich wollte hier eins gucken, und zwar habe ich hier eben... Hier ist wirklich Musik, ne, oder? Also, hier von hier sind wir gekommen. Da sind wir eben hinten runtergestürzt. Und ich habe hier schon einen Teil gesehen. Die Musik ist zwar schon ein bisschen unheimlich, oder? Die Musik ist auch gar nicht so mein Fall, ehrlich gesagt. Ja, hier kamen wir nicht hoch. Hier sind wir wieder runter. Genau das. Und irgendwo hing hier so eine Art Windspiel, glaube ich. Es gibt, glaube ich, so viel zu entdecken hier in dem Spiel. War hier nicht mal so ein Windspiel? Da! Also, rechte Maustaste gedrückt halten und wir spannen den Bogen. Wir haben nur noch 3 Pfeile, das ist nicht gerade sonderlich viel. Die kann den unendlich lang gespannt halten, oder? Und wenn ich jetzt links drücke, dann schießt er, glaube ich, nicht direkt. Ich kann den links noch halten, ich versuch's mal. Jetzt spannt sie den Bogen erst. Ah, wenn ich rechts loslasse, dann wird das angelegt sein, wieder auf beendet. Was? Dann spannen wir und... Eine neue Herausforderung, Geistjäger. Alles klar. Gut. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich irgendwo so geshipwrecked wäre, um es mal auf Neudeutsch zu sagen, und ich würde so eine Musik hören, dann wird es mir nur noch grausig den Rücken runterlaufen. Ich bekomme jetzt schon eine Gänsehaut. Oder es liegt daran, dass es gerade so kalt ist hier bei uns. Die könnte ja eine gute Atmosphäre machen, die Musik, aber... Wenn ich nur nicht in so einer blöden Situation wäre. Und wüsste, dass das irgendwie nur eine touristische Inszenierung wäre. Die Musik kommt von dem Berg, oder? Egal, weiter. Also, ich soll irgendwie einen Weg durch die Ruinen finden oder so, das hat er gesagt. Oder nicht? Hallo? Hallo? Is someone there? Oh, scheiße, die Tür ist auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon da rein will.
Es ist wohl zu spät, es ist getriggert. This could be a way through. Oh mein Gott, es ist zu spät. Ich wollte dann noch nach Pfeilen suchen und allem anderen. Hinuntersteigen, um auf eine Leiter zu steigen. Drücken Sie Umschalt, um runterzusteigen. Okay. Ich komme wirklich mit. Wir gehen einfach mal weiter. Ich glaube, das ist ein Teil eines alten Bunkers. Ich glaube, die Japaner waren mal auf der Insel. Die hören die Trittstufen auf. Fallen lassen. What are these markings? Ja, was sind das für Markings? Da war ein Geräusch. Oh mein Gott, hier ist ja noch mehr Markings. Und hier brennt auf jeden Fall schon mal Licht. Und wir wissen, hier sind eine Menge böse Leute auf der Insel. Ist das da ein Soldatenhelm oder so? Kann man immer die Lautsprecher ausmachen, bitte? Das kommt da vom Band, oder? Da singt auch keine echte Frau. Boah, wie kalt das sein muss in diesem Wasser. Und außerdem ist das ziemlich voll von Moos irgendwie. What am I doing? Ja. Das habe ich auch gerade gefragt. Hier sind noch mehr Markings. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63. Da geht's nicht weiter. Das ist irgend so eine Korea-Musik-Scheiße, oder? Tut mir leid an alle Koreaner, die gerade zugucken. Ist noch etwas ungewohnt für meine westeuropäischen Ohren. Und so langsam nervt sie einfach. Das sind wieder 63, oder? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 63. Oh Gott, this is insane. No one leaves. Ein gehäutetes Tier, also ein Fell. Höre ich hier irgendwo. Da kommt ziemlich viel Licht. Und ich höre Fliegen. Ich wusste, dass ich Fliegen höre. Komm, gibt's hier irgendwas? Ist das eine Lebensmittelbox? Oder wir haben unseren ersten Gegenstand gefunden. Eine hateful woman in der Disguise of a Demon. Untersuchen, um versteckte Informationen zu finden. Reliquienansicht. Man sammelt Reliquien in dem Spiel. Eine von drei No-Masken gefunden. Eine traditionelle No-Maske ist das also. Halten Sie die rechte Maus, das von den Kamerawinkel anzupassen. Machen wir es mal. Man muss die Dinger untersuchen. Zwei Hörner. Eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons. Ich erspare mir jetzt alle sexistischen Witze. Okay, dann das Innere sollen wir schon angucken. There are traces of white paint on the inside. Da. Whoever used this mask was of noble birth. Okay, ich glaube, das liegt daran, dass die, sagen wir jetzt mal, Asiaten oder vielleicht Japaner sich das Gesicht gepudert haben. Mit weißer Puderfarbe. Ich glaube, ich habe alles gefunden, aber oder? Hier gibt's nicht mehr, ne? Das heißt, irgendwelche Adligen oder eine adlige Person hat diese Maske benutzt. Gut. Sieht vertrauenserweckend aus, oder? Jawohl. Hier sind wir jetzt wieder in einem neuen Bildschirm. Reliquienbildschirm. 2%, eins von 42 Reliquien gefunden. Eine Hanya-Maske. Diese traditionelle No-Maske stellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt eines Dämons dar. Was sind jetzt, eine Hanya oder eine No-Maske? Ich kenne mich nicht so gut aus mit den asiatischen Traditionen. Kanpo-Kräuter. 0%, 84% No-Masken, also eine von drei. Die sind alle im Küstenwald nach. Und ich bin im Küstenwald, glaube ich. Die waren nämlich auch im Küstenwald. Die wissen wir noch gar nicht, wo die sind. Semper Fi.
Scheint was zu trinken zu sein, oder? Fächer. Was ist denn dann? Kanpo Kräuter. Und Senshi Elite. Alte Münzen. Ist einfach sich vorzustellen. Bronzemünzen ist auch einfach klar. Ein Familienausflug. Spielzeuge vielleicht. Jade aus der Juan-Dynastie. Wieder Fächer. Vasen gibt es auch zu entdecken. Dolche. Ich weiß nicht, warum einige davon so ein komisches, so ein Vergrößerungsglas haben. Tierstatuen. Inro, was auch immer das ist. Und Helme. Traditionelle Samurai-Helme oder sowas. Die haben wir schon, wir können sie wieder untersuchen. This traditional no-mask represents a hateful woman in the guise of a demon. Alles klar, haben wir gemacht. Und Ausrüstung, eins weiter nach links. Vorschritt 0%, 0 von 10 Upgrades gemeistert. Seilpfeile, der Bogen, Feuerpfeile, Napalm, explosive Pfeile, verstärkte Wurfarme, geflochtene Sehne, das sind die, das sind dann die Upgrades. Fähigkeiten wäre weiter, den Bildschirm kenne ich schon. 24 Fähigkeiten wird es, es gibt noch irgendwann, wir haben bisher erst Überlebende und Jäger gesehen, Kämpfer wird es auch noch geben. 24 Fähigkeiten, das sind 7 und 8, 15 und 19, 24, alles klar. Oh, und die Karte, endlich. Alles klar. Die war eigentlich wichtig. Die wollte ich mir irgendwann mal angucken. Das ist unser aktueller Motto. Ja, nicht stehen bleiben. Oder der Titel des Kapitels. Verlassen Sie den Wald und stoßen wieder zu Roth. Wir sind im Küstenwald, wenn ich das richtig sehe. Ein Lager von Dreigen erst entdeckt. Es gibt Dokumente. Wir haben eine Reliquie gefunden. Geocaches, das ist auch lustig. Als ich es damals gesehen habe, das Spiel, als es rauskam bei einem Let's Player, kannte ich noch gar nicht. Habe ich keine Ahnung gehabt, was die Geocaches sind. Und, inzwischen habe ich ein paar, auf YouTube gibt es ein paar Videos dazu, wie Leute das spielen oder als Sport betreiben. Geisterjägerin. Ah, das habe ich schon. Das ist eine Herausforderung und das habe ich schon gemacht. Und zwar, indem ich eins von diesen Windspielen kaputt gemacht habe. 4% in diesem Küstenwald. Finden Sie einen Weg aus dem Wald. Erkunden Sie einen Bunker. Das ist wohl das Nächste. Gehen wir mal herauszoomen. Das sind wieder die Koordinaten, was auch immer UTM heißt. Vielleicht gucke ich das irgendwann mal nach. Das ist dann das Lager, oder? Das Schnellreiselager. Das muss das erste Lager sein, sonst kann ich mir nicht vorstellen, was es sonst ist. Das heißt, wir sind von da gekommen, ja? Ja, seht mal her. Hier bin ich, das waren die Höhle. Von diesen, da drin bin ich von den Typen Höhle der Plünderer. Da sieht man es auch, genau. Dann bin ich hier lang, da durch, Steilufer, aha. Was auch immer das sein soll, vielleicht ein Flugzeug abgestürzt ist, wo ich drüber gegangen bin. Und dann, schön gemacht die Karte, dann der Küstenwald. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass es hier noch so einen Weg gab. Hier war das Lager und hier habe ich einen Hirsch gejagt und hier bin ich noch überhaupt nicht weitergegangen. Das sollte ich mal mehr machen. Und ich bin jetzt leider direkt in diesen Bunker reingelatscht und das ist dann, gehört aber noch zum Küstenwald dazu. Warum steht denn hier wieder Reliquie? Ich habe die hier gefunden. Alles in Ordnung. Schon gut. Entschuldigung. Das ist dann alles noch der Küstenwald, ne? Alles klar. Küstenwald, Küstenwald. Höhle der Plünderer. Steilufer. Ach ja, da sind wir halt. Das war das Ganze, wo wir gestartet sind und diesen ganzen Weg begehen mussten. Auch cool gemacht mit dem Kompass hier unten. Ich finde das ganz nett. Obwohl der nicht wirklich, glaube ich, irgendwas anzeigt oder einen Sinn hat. Okay, das ist dann der Küstenwald. Und da ist eine große Insel. Wenn die Bereiche so klein sind, wird da noch einiges kommen auf uns. Auf uns zukommen. Zentrieren und heranzoomen. Also, weiter geht's in den Bunker. Irgendjemand hat sein Radio immer noch an. Die ganzen Markierungen hier und überall Totenschädel. Ziemlich nekrophil, der Mann. Und der säuft einiges. Und hat Spaß daran, Kerzen zu formen und anzuzünden. Um zu bergen. Hier, das. Ich hoffe, das ist so eine. Ist das eine Lebensmitteltruhe? Ja, vermutlich. 20 Erfahrungspunkte. Denn... hier, glaube ich. Fähigkeiten. Das müsste es sein, Überlebenskünstler.
zusätzliche Erfahrungspunkte beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteln. Wo kann ich denn sehen, wie viele Erfahrungspunkte ich habe oder wie viele ich brauche? Na, hier, das füllt sich wieder auf, dann bekomme ich wieder neue Fähigkeitspunkte. Alles klar. Kommen wir hier durch? Nee, aber da kommt man hin. Von wo bin ich gekommen? Von da. Das kann man wieder anzünden. Dann komme ich von der Seite da rein, weil die Tür verschlossen ist. Jawohl, das geht nicht. Need something to pry this open. Alles klar. Okay, Lara. Hier ist auch eine Tür. Die geht aber gar nicht auf. Kein Henkel, kein Türgriff. Oh, no. Was sind jetzt schon wieder? Ja, ein paar Tiere, würde ich sagen. Das könnte wieder so ein Hirsch gewesen sein. Und hier hängt jemand Fleisch auf zum Trocknen. Eine Menge Fleisch. Eine Menge Hinterläufe vermutlich von Tieren. Ich weiß nicht gerade, warum mir gerade das Wassermann zusammenläuft. Eine Stemmax. Hier ist der Plattenspieler. Bitte mach den aus, Lara. Oh. Boah. Hey, hör mal, das war ein Achievement Game. Ich hab's geschafft. Puh. Danke. Das hat aber auch echt genervt so langsam. Welcher Trottel hat denn diese Musik hier gemacht? Okay, wir könnten hier aufstemmen. Ist aber eigentlich sinnlos. Aber wir machen es mal. Warte, wie kann ich meine Fackel wieder anmachen, bitte? Egal. Und hier sind eine Menge Fliegen. Wie viele Pfeile habe ich noch? Nur noch einen. Also. Wir drücken sie mehrmals eh zum Aufstemmen. Und wir müssen das wieder auffüllen. Gut, dann können wir wohl hier weiter. Da muss ziemlich viel Licht drin sein. Ich würde eigentlich lieber gerne Pfeile haben. Egal. Und einhaken und stemmen. Alles klar. Gibt's wieder eine Fackel? Das wäre ganz nett. Jawohl. Ich habe irgendwie immer eine Fackel dabei. Oder ich nehme hier halt eine. Oder daneben liegt immer eine bestimmt. Jo, ich sollte also einen Weg aus diesem Küstenwald rausfinden, glaube ich. Verlassen Sie den Bunker. Erkunden Sie den Bunker und verlassen Sie den Bunker. Erkundet habe ich ihn. Ist auch krass, dieser Bunker. Das ist wohl, nehme ich mal, aus so einem Kriegsrelikt, der Bunker. Und hier hat sich jemand dann eingerichtet. Und ich habe ihn jetzt erkundet. Was derjenige gemacht hat, da weiß ich nicht. Na klar, die bösen Menschen müssen ja auch irgendwas essen. Und die kommen dann immer hier in den Küstenwald zurück. Zu jagen. Ist das wieder eine Suppe hier unten? Aber das ist ja auch kein Spaß für die, wenn wir hier durch die Suppe rennen. Jawohl, Bauch einziehen. Okay, ja. Zum Glück ist er nicht mehr so unheimlich. Ein bisschen hat er was von seiner Unheimlichkeit verloren, der Bunker. Das ist wohl eine... Ist das... Wenn ich es... Irgendeine asiatische Sprache könnte. Ich nehme an, das vielleicht... Ich nehme an, das Japanisch. Und das heißt, Achtung vor dem Wolf oder sowas. Vorsicht, bissige Wölfe. Da geht's wieder hoch. Und ansonsten geht's hier gar nicht weiter. Alles klar. Die ersten Trittstufen sind wieder völlig weggerostet. Okay, was erwartet uns jetzt? Das Ende des Bunkers, der Ausgang. Mit Schießschaden. Und hier herrscht irgendwie ein eisiger Wind. Sind wir schon in einer anderen Gegend? Ist
dieser Kälte an. Das liegt nur an meiner Wohnung. Sam? Das sind meine Leute, oder? We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Alles klar, ich habe Sam gehört und die hat mit jemandem geredet und die haben auch mit Funk mit den anderen geredet. Laura, you made it. Sam, thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful. Enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds of the battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea. But what happened to you? Und da schläft sie ein. Sam? Matthias? Sam? Sam! Shit! Oh. Oh mein Gott, Quick Time Event. Was muss ich machen? Erst ein cooler Cliffhanger. Internet, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Macht's gut, haut rein. Bis dann. Ciao.